Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute mal wieder aus dem Studio mit einem echten Original-Pumper-Shirt. Man hat kaum was an, so ein Alibi-Shirt, ist das nicht geil? Heute geht es um auch Fragen von euch, die schon zu häufig gestellt wurden, und zwar betreffend von Symmetrieproblemen, die es gibt. Und die hat ein jeder von uns. Egal, ob es jetzt der Nacken ist, den einer von euch angesprochen hat, dass der Nacken gerade ein bisschen mehr aufgebaut ist, ausgebaut ist und vor allem auch unterschiedlich verläuft auf der rechten Seite als auf der linken. Etwas, was übrigens die meisten haben. Ich würde sagen, das sind über 50%, wo, wenn man genau hinschaut, da Unterschiede sind. Aber auch Unterschiede in den unilateralen Teilen des Körpers. Das heißt, der rechte Bizeps ist schwächer als der linke, der rechte Trizeps ist schwächer oder stärker als der linke und so weiter. Das Ganze gibt es natürlich auch noch bei den Beinen und so manch einer von euch, wie ich ja gelesen habe, hat das Ganze sogar bei der Brust, dass die rechte Brust ein wenig anders aussieht als die linke. Da ist es zwar schon etwas seltener, kann aber auch vorkommen. Das liegt natürlich daran, dass diese Muskeln die Zweiteilung des Körpers unterstützend für den rechten und für den linken gesondert funktionieren. Und da wir alle entweder Rechtshänder oder Linkshänder sind und je nachdem, wie ausgeprägt wir uns daran gewöhnt haben, kann es eben auch passieren, dass dadurch die Muskulatur im Normalfall viel ausgeprägter sind. Beim Bodybuilding, generell wenn man Sport betreibt, kann es schon oft passieren, dass sich das dann angleicht. Denn im Alltag könnt ihr euch vorstellen, wo man nie dazu kommt, dass irgendwie mal beide Seiten trainiert werden oder dergleichen oder auch von viel mehr Muskulatur dann irgendwann das Ganze verschüttet wird, dann kann sich das natürlich nie ändern und dann passiert es, dass wir, wenn wir immer nur mit rechts eben alles machen, die Einkaufstüten tragen und so weiter, dass das eben fortlaufend so bleibt. Beim Bodybuilding ist es so, weil wir eben bei beiden Seiten dann irgendwann die beide trainieren und Muskeln aufbauen und da immer mehr Prozent dazu kommt, dass man es immer weniger sieht. Allerdings gewusst wie. Und jetzt gibt es eben gerade dann, wenn man darauf achtet, auf diese Körperästhetik, oft das Problem, das ihr habt. Was kann ich jetzt dagegen tun? Und was darf ich auf gar keinen Fall tun? Denn das haben wir hier auch. Wir haben hier eine sehr scharfe Grenze. Was wir zum Beispiel nicht machen dürfen, kommen wir erstmal zu den absoluten No-Gos, ist es jetzt eine Seite anders trainieren als die andere oder generell eine Seite trainieren und nicht die andere. Habe ich also einen stärkeren rechten Bizeps, auch von der Kraft her, und einen schwächeren linken, Masse, Kraft, was auch immer, dann darf ich nicht anfangen herzugehen und den linken mit einem Extrasatz trainieren oder sogar mit einem Extra-Training. Ich trainiere nur den linken Arm so lange, bis es sich angeglichen hat. Oder mit einer Wiederholung mehr oder mit mehr Gewicht. Ich nehme links dann eben meinetwegen 14 Kilo und rechts weniger. Das alles kann ich nicht machen. Ich bin hier gerade nicht durch Zufall an der Maschine. Was ich auch nicht machen sollte, ist die Brust dann einzeln trainieren. Das heißt, wenn ich eine rechte, schwache Brust habe, dass ich dann mal nur damit ein paar Wiederholungen mache. Auch das nicht. Das heißt, wir werden uns gar nicht einzeln darum kümmern. Was wir jetzt machen, ist ganz im Gegenteil. Wir werden dafür sorgen, dass es immer absolut gleich ist. Und damit werden wir über die Zeit eine Anpassung erzielen. Aber nur über die Zeit. Das geht nicht schnell. Theoretisch könntet ihr schneller sein, wenn ihr natürlich den Muskel mal einzeln trainiert. Allerdings gibt es dann auch Probleme, weil ihr es außer Kontrolle gerät. Und das in den meisten Fällen, denn ihr wisst nicht genau, was passiert. Dann ist auf einmal der linke Arm ein wenig mehr im Ausdauerbereich angesiedelt und der rechte kann mehr Gewicht bewältigen und die linken Sehnen sind vielleicht noch betroffen, aber die rechten nicht und so weiter. Das Erste, was ihr jetzt also macht, wenn ihr euch angleichen wollt, wenn ihr zwei Muskelseiten angleichen wollt, ist, dass ihr versucht, möglichst unilaterale Übungen zu wählen. Das heißt, nichts mehr oder nicht mehr viel benutzen, wo ihr an einer Stange, an einem Gewicht gleichzeitig zieht. Denn was dann passiert ist, dass der stärkere Teil automatisch ein bisschen was für den schwächeren mit übernimmt. Und wir haben das nicht so sehr unter Kontrolle. Das geschieht beim Bankdrücken ganz klassisch, das passiert beim Rudern und so weiter. Haben wir also statt Bankdrücken so etwas wie Kurzhantelbankdrücken oder eine solche Maschine, dann seht ihr schon, ihr benutzt ja beide Seiten einzeln. Jede ist für sich verantwortlich. Keiner wird geholfen von der anderen. Und wenn ihr jetzt nicht mit einer mehr macht, sondern wenn ihr hiermit die Wiederholung absolviert und das jahrelang, dann wird sich das automatisch irgendwann angleichen. Denn die schwächere Seite wird genauso trainiert wie die stärkere. Die stärkere wird also entweder systematisch unterfordert und wird sich dann irgendwann nach unten hin angleichen, oder die stärkere wird systematisch überfordert und wird sich angleichen. Am Ende wird das über die Jahre sich angleichen und dann habt ihr euren Effekt erzielt. Und jetzt übertragt das mal von so etwas wie Bankdrücken auf alle anderen Übungen. Denn bei manchen verstehen wir das nicht so richtig zu machen. Und da war ich schon immer sehr pedantisch in meinem ganzen Trainingsleben. Wenn ihr zum Beispiel Bizeps-Curls habt, dann fangen wir hier jetzt bei so einer Übung
Ihr glaubt doch nicht, dass das mein echtes Trainingsgewicht ist. Bei so einer Übung fangen wir jetzt immer mit dem schwächeren Teil, mit dem schwächeren Arm zuerst an. Wenn mein linker Arm schwächer ist als der rechte, dann mache ich zuerst mit dem Arm die Wiederholungen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht gleichzeitig trainiert, das könnt ihr natürlich auch. Gleichzeitig diese Übung machen nur die wenigsten. Die meisten machen es dann einarmig, wenn es an Kurzhanteln geht. Das heißt, ihr macht die typischen Einarmigen und fangt hier an mit dem schwächeren Arm, ganz wichtig zuerst, und macht so viele Wiederholungen, bis ihr am Ende angelangt seid. Und mehr geht nicht. Ich trainiere immer bis zum Muskelversagen. 10 Wiederholungen geschafft. Jetzt kommt der stärkere Arm. Und was mache ich hier? Und das ist ganz wichtig, auch nur 10 Wiederholungen. Erinnert euch an das Beispiel mit den Kurzhanteln oder mit der unilateralen Maschine. Da mache ich nicht extra Wiederholungen mit einer Seite. Das mache ich hier auch nicht. Hier kommen wir oft durcheinander und machen dann hier auch so viel wir können. Und während ich da 10 geschafft habe, schaffe ich hier vielleicht 12, weil es der stärkere Arm ist. Wollen wir aber nicht. Hier mache ich jetzt, und deswegen immer mitzählen, auch nur 10. Selbst wenn ich 11 könnte oder 12. Nach 10 lasse ich es. Und dann kommt wieder linker zuerst, rechter. Und das macht ihr bei allem. Macht ihr zum Beispiel für den Rücken Kurzhantelrudern. Fangt ihr auch wieder mit dem schwächeren Teil an, mit eurer schwächeren Seite. Macht da so viel ihr könnt und mit der anderen Seite macht ihr nicht mehr. Ganz wichtig. Und dann habt ihr eigentlich auch schon das Wichtigste zusammen. So wird sich der Muskel auf Dauer anpassen. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, neben dem Training, wo ihr wirklich darauf achtet, dass ihr mit jeder Seite die gleiche Wiederholung macht und auch das gleiche Gewicht benutzt und so weiter. Nichts anders machen. Benutzt einen Spiegel. Der Spiegel ist nicht nur für eitle Menschen da, sondern der Spiegel ist gerade für so etwas da. Gerade wenn es zum Beispiel um den Nacken geht. Bei dem Nacken haben wir das Problem, wir können vielleicht immer wieder unilateral die Gewichte bewegen, aber wir haben andere Bewegungsmuster, weil die Schulter nun mal ein sehr freier Kugelapparat ist, ein sehr freies Gelenk ist und wissen nicht, ob wir nicht mit der rechten Seite so ziehen und mit der linken irgendwie hierhin oder dahin. Jeder von euch hat das sicherlich schon mal gesehen, selbst beim Langhantelbankdrücken, wenn ihr euren Partner beobachtet, dass ein Ellbogen vielleicht etwas weiter oben ist, einer weiter unten ist, beim Rudern ist irgendwie jemand ein bisschen verdreht und das sehen wir einfach nicht. Das ist ein Bewegungsmuster, das wir uns angewöhnt haben. Wenn ihr euch vorstellt, normalerweise im Alltag habt ihr immer die Einkaufstüten so getragen, immer so genommen. Dann regt sich nun mal der Muskel komplett anders aus. Und dadurch habt ihr dann hier vielleicht einen höheren Ansatz und dabei geht der Muskel dann hier flacher, verläuft er und hier verläuft er komplett anders. Deswegen achtet darauf, wo eure Schultern stehen. Achtet darauf, dass ihr den mal hinten und maximal unten habt. Und wenn ihr jetzt irgendwas macht, wenn ihr Shrugs macht, wenn ihr rudert, dann achtet darauf, dass ihr das Gleiche macht. Ihr könntet zum Beispiel theoretisch hier mit der Seite rudern und macht viel aus dem Bizeps. Und mit der anderen Seite, ich mache jetzt mal den Vergleich trotzdem hier, geht ihr viel mehr in den Rücken rein und dreht ihn mit ein. Das machen sehr viele. Achtet auf den Spiegel, ganz penibel. Wenn ihr einen Trainingspartner habt, soll der darauf achten. Und nur so, wenn ihr die gleiche Bewegung vollführt, gerade im Rückenbereich, bei allen anderen ist das gar nicht so entscheidend, aber im Rückenbereich ist das ganz wichtig, dann habt ihr einen weiteren Fehler gefunden, wie ihr das Ganze angleichen könnt und worauf ihr achten solltet. Das Ganze entsteht nicht nur dadurch, dass ihr Links- oder Rechtshänder seid, sondern es kann auch entstehen, weil einfach eure Physiologie so ist. Ihr kennt das, dass eigentlich kein Mensch exakt gleich lange Beine hat. Es ist immer ein kleiner Unterschied und bei manchen ist dieser kleine Unterschied ein bisschen größer und das kann auch zu Problemen führen. Aber selbst wenn meine Beine unterschiedlich lang sind, kann sich das auf den Nacken am Ende auswirken. Also, ihr seht, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, warum ihr in diese schiefe Lage geratet, aber wie ihr auch wieder da raus geratet, mit gezieltem Training, gezielt dadurch, dass ihr kontrolliert, gezielt dadurch, dass ihr das Gewicht und die Bewegung kontrolliert und dann schafft ihr das auch irgendwann. Da muss man nur Geduld haben. Meine Arme sind mittlerweile tatsächlich gleich stark, obwohl ich mal mit einem sehr viel stärkeren Rechten gestartet habe. Aber so nach 60, 70 Jahren hat es sich dann endlich gelohnt und es hat sich angeglichen. Wenn euch das gefallen hat, den hier in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt. Ansonsten abonniert den Kanal für weitere wertvolle Tipps vom Gotti. Ich werde jetzt trainieren. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.